Hallo, mein Name ist Dr. Andreas Krüger. Ich bin Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und Traumatherapeut. Wenn du mehr über meine Person wissen willst, schau dir das Video über Andreas Krüger an, was du auch bei YouTube findest. In diesem Video soll es darum gehen, die Frage zu klären: Hey, ich habe irgendwie was Schlimmes erlebt. Es geht mir irgendwie auch vielleicht sogar Hundeelend. Habe ich jetzt durch das schlimme Erlebnis, was ich erlebt habe, ein Trauma? Bin ich seelisch schwerst verletzt? In welcher Form bin ich seelisch schwerst verletzt? Irgendwie fühlt sich das schon so für mich an. Ja, bevor wir uns der Frage zuwenden, wie seelisch schwerst verletzt bin ich jetzt vielleicht und was brauche ich dann später hin, damit es mir besser geht, sollten wir uns erstmal über das Thema Seele unterhalten. Was ist Seele eigentlich? Psyche, psychischer Apparat. Eigentlich betrifft das die Aufgaben, die Funktionen unseres Gehirns und dem, was so an Nervenfasern, ja, elektrischen Kabeln im Körper sozusagen dranhängt. Ne, es geht um den Computer im Kopf, die Schaltzentrale unseres Lebens. Und es gibt Dinge, da beschäftigt sich eher so die Religion mit, die lassen wir mal am Rand. Wenn ich über Seele, Psyche, psychischen Apparat spreche, ja, worum geht es denn eigentlich? Jeder hat da so seine eigene ganz naive Vorstellung vielleicht zu, aber es geht um 3, 4 Dinge. Erstens, um Denken. Ja? Dass du mir folgen kannst, meinen Worten folgen kannst, setzt voraus, du kannst denken. Und das Denken passiert hier oben. Im Oberstübchen. Zweite Funktion ist, es geht um Gefühle da oben. Also, welche Gefühle habe ich, in welchem Ausmaß, welche Gefühle habe ich vielleicht auch nicht. Was ich fühle und auch was ich empfinde, kalt, warm und so weiter. Und die dritte Funktion, die mit der Psyche verbunden ist, ist, dass die Psyche ja immer der Motor ist für das, was ich tue. Also wenn ich jetzt Durst habe, dann merkt mein Kopf da oben, also hier irgendwie ein bisschen wenig Wasser im Körper. Krüger, nimm mal ein Glas Wasser, führ es zum Mund und nimm einen Schluck. Das heißt, mein Computer im Kopf beauftragt über die Nervenfasern, die Kabel, den Kran, also den motorischen Apparat meines Körpers, das Glas zu greifen und mich gut zu versorgen. Das muss uns erstmal klar sein. So, und wenn das Gehirn im Normalprogramm tickt, dann sind alle Aufgabenbereiche, alle 3 Aufgabenbereiche mehr oder weniger, ja, in normalem Funktionsmodus. Wenn ich aber eine seelische Schwerstverletzung erleide, dann kann es sein, dass es irgendwie so Klick macht im Kopf und so eine Art Notfallprogramm anspringt. Was manchmal dann, wenn ich lange unter so einem Notfallprogramm schon leide oder wenn ich immer wieder in schlimmen Situationen bin, noch zur Folge hat, dass so eine Art Folgeprogramm vom Notfallprogramm sich entwickelt. Das muss aber nicht so sein, das kann so sein. Und um das zu klären, was möchte ich dann eigentlich machen? Als Psychodoc ticke ich eigentlich genauso wie ein Unfallarzt. Seelische Schwerstverletzung hat am meisten zu tun eher mit Körperverletzungen im körpermedizinischen Bereich. Weniger mit dem, was so die Kinderärzte und Internisten so als Systemkrankheiten bezeichnen. Rheuma, Krebs und sowas. Zuckerkrankheit. Also es geht eher um Ähnlichkeit mit Unfall, Verletzung. Und ein Unfallarzt, der will eigentlich gerne wissen, was hat denn das Unfallopfer erlebt, um die Schwere der Verletzung einzuschätzen. Nehmen wir ein Beispiel. Ein Fahrradfahrer, boom, kracht irgendwie auf der Straße hin. Und der liegt da bewusstlos. Passanten, Dong Dong, rufen schnell Notarzt an, der kommt. Erstmal guckt er natürlich hier, ja, atmet er noch und fühlt vielleicht den Puls beim Patienten. Dann richtet er sich auf und fragt, hat jemand gesehen, was hier passiert ist? Dann sagt ein Passant, ja, der ist hingeknallt und der Lenker ist in den Bauch gerammt. Ah, denkt der Notarzt dann,
gefährlich, denn wenn der Lenker im Bauch war, kann es sein, dass irgendein inneres Organ, Leber, Galle, Magen geplatzt sind. Und das wäre lebensbedrohlich. Zack, mit der Tütata ins Krankenhaus. Ein anderer Passant sagt, ja, und ich habe gesehen, der ist irgendwie mit dem Kopf auf die Bordsteinkante geknallt. Oh, gefährlich, denkt sich der Notarzt. Das kann er von draußen nicht sehen, was da ist. Aber es ist möglich, dass unter der Schädeldecke eine Blutung ist. Und wenn da Blut ins Gehirn reinläuft, ist ganz schnell Licht aus. Zack, mit der Tütata ins Krankenhaus. So, und als Psychodoc möchte ich eigentlich auch wissen, was hat derjenige erlebt, der da vor mir sitzt. Ich kann in den Kopf nicht reingucken. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen der gemacht hat, die vielleicht mir Informationen darüber geben, wie schwer ist denn die Verletzung. Ha, jetzt gibt es ein Problem. Meine Erfahrung ist, wenn ich mit Leuten wie dir mich austausche, Leute, die schwerste Verletzungen erlitten haben, wenn sie denn so eine Art Notfallprogramm im Kopf haben, was ich noch nicht weiß, mögen sie es gar nicht, wenn wir über das Schlimme, was sie erlebt haben, sprechen. Denn das könnte dazu führen, dass sie so eine Art Blitzerinnerung entwickeln, eine heftige Form von Erinnerung, als wenn ihnen der Kopf wegfliegt. Ja? Deswegen scheuen sie häufig, und du vielleicht auch, darüber zu sprechen, was habe ich erlebt. Weil sie Angst haben vor diesem, mir fliegt dann der Kopf weg. Oder ich zitter, schwitze, habe totale Angstzustände, kipp aus dem Latschen. Also es gibt sehr, sehr gute Gründe für einen Menschen, der schwer verletzt ist, nicht über das zu reden, was er erlebt hat oder sie. Deswegen es bei mir auch zwei Grundregeln gibt, wenn ich so jemandem wie dir begegne. Erstens, über Schlimmes wird zwischen uns beiden nicht geredet, außer du möchtest es gerne, dann ist es bestimmt für dich auch eine gute Medizin. Und zweitens, die Stoppregel. Wenn du merkst, ohne dass du vielleicht die Gründe verstehst, es geht dir richtig schlecht mit dem, was ich hier gerade rede, was zwischen uns beiden passiert, dann kannst du jederzeit Stopp sagen. Und musst nicht begründen, warum. Ich will dich erstmal kennenlernen, wenn du jetzt meine Patientin wärst oder mein Patient. Und es ist für mich jetzt, ja, schon wichtig, vielleicht diese Frage auch zu klären. Aber erstmal, dass du nicht noch mehr Stress hast, sondern dass du dich ja wieder ein bisschen entspannen kannst im Gespräch. Nun bist du nicht meine Patientin, du bist nicht mein Patient, sondern du guckst dir nur das Video an. Trotzdem möchte ich dich dringend dazu einladen, das Video einfach auf Stopp oder Pause zu schalten oder den Computer in die Ecke zu schmeißen, wenn du merkst, es wird dir zu viel. Die Stoppregel gilt auch in unserem Austausch jetzt, der ja eine Einbahnstraße ist. Ja? Ich erzähle und erzähle und wenn du mich nicht stoppst, rede ich weiter. Aber du kannst jederzeit die Pausentaste drücken, wenn du merkst, das ist mir jetzt zu viel, Krüger. Okay? Ich habe nur ein Problem, wenn ich über schlimme Sachen nicht spreche. Ich werde auch über traumatische Inhalte, die Menschen so erleben, die zu mir kommen, in diesen Videos nicht sprechen. Da kannst du sicher sein. Weil ich davon ausgehe, dass du vielleicht ein Notfallprogramm im Kopf entwickelt hast und dir die Birne wegfliegt. Das möchte ich verhindern. Dann wäre das ein schlechtes Video, was ich dir hier entwickle. Und es kann trotzdem sein, dass irgendetwas Trigger ist. Hinweisreis ist für dich, von dem, was ich erzähle, vielleicht meine Brille, meine blonden Haare, keine Ahnung was, schalte einfach auf Pause. Atme erstmal durch, hol tief Luft, entspann dich, trink eine Tasse Tee oder so, ja, hol dir jemanden dazu, dem du vertraust. Fände ich sowieso gut, wenn du das wieder nicht, die Videos nicht alleine guckst, sondern am besten mit einer geeigneten Bezugsperson, also mit jemandem, dem du vertraust. Nochmal zurück zu dem Unfall. Ich möchte eigentlich wissen, ich muss wissen als Notarzt, was ist passiert, um die Lage richtig einzuschätzen, denn ich kann nicht reingucken in den Bauch des Patienten, ich kann nicht reingucken in seinen Schädel, ich habe ja nichts zur Verfügung hier am Unfallort. Aber das ist richtig wichtig, um einzuschätzen, brauche ich jetzt mit der Tütata ganz schnell das erste Krankenhaus oder kann ich in Ruhe vorgehen? Und ich werde dich nicht fragen können, welche Art war die schlimme Erfahrung, die du gemacht hast. Erzähl doch mal, um Gottes Willen.
das führt dich psychisch wahrscheinlich in ganz, eine ganz schwierige Lage, wenn du so eine Art Notfallprogramm hast im Kopf. Wenn du keins im Kopf hast, hast du vielleicht sogar ein Bedürfnis, über die Verhältnisse zu reden, weil mit wem kann man über sowas reden, außer vielleicht mit einem Psychodoc? Da fliegt den anderen ja der Kopf weg, wenn ich das erzähle, was ich erlebt und überlebt habe. Das heißt, das ist ganz schön schwierig, sich dem Ausmaß der Verletzung anzunähern. Denn ähnlich wie im körpermedizinischen Bereich Fahrradunfall, gibt es natürlich auch im Psychobereich Hinweise dafür, wie schwer wohl die Verletzung sein wird. Ja, wenn mir einer mein Lieblingsspielzeug geklaut hat, dann ist es vielleicht eine kleinere Verletzung. Ja, wenn ich, keine Ahnung, vielleicht einen Verkehrsunfall oder sowas bezeugt habe, dann kann das schon richtig zur Sache gegangen sein. Also die Bandbreite von möglicher seelischer Verletzung ist irre groß. Und ich kann nicht Kaffeesatz lesen, ich kann nicht hell sehen, ich brauche Informationen. Wie kriege ich die jetzt? Zu diesem Zweck habe ich mir eine Geschichte ausgedacht, eine Fabel zur Erinnerung. Eine Fabel ist eine Geschichte, wo ja, Tiere so denken, fühlen und handeln wie Menschen. Das ist so ein bisschen so eine ziemlich kindliche Geschichte. Ich weiß nicht, wie alt du bist, wenn du dir das Video anguckst, und ich möchte auf keinen Fall zu nahe kommen. Das ist eine sehr kindliche Sprache, die ich da verwende, kindliche Bilder. Ich möchte dich jetzt einladen, mir mit einer Geschichte, die ich dir gleich erzähle, die ich auf ein Blatt Papier malen werde, auf einen Flipchart, mir in dieser Geschichte zu folgen. Die ist ein bisschen gruselig, hat aber ein Happy End, sage ich mal, mit so ein bisschen Grinsen im Gesicht. Und bitte verzeih mir, wenn du vielleicht jugendlich bist, wenn die etwas naiv daherkommt. Ja? Also, ich werde mich jetzt mal ein bisschen künstlerisch betätigen. Ich bin kein großer Künstler, gebe mir aber Mühe, so gut wie möglich zu zeichnen. Ja? Ich möchte dich erstmal bekannt machen. Mit diesem Kerlchen hier. Das soll ein ganz, ganz kleines Kaninchen sein. Und dieses Kaninchen, das hoppelt durch Unterholz. Unterholz. Hier steht noch ein Baum. Hier ist eine Wiese. Und unser kleines Kaninchen hoppelt so durchs Unterholz und kommt an den Rand der Wiese. Eigentlich hat unser kleines Kaninchen gelernt, Wiese ist gefährlich, denn die Wiese ist das Revier der Katze. Und vermutlich weißt du, dass Katzen ganz, ganz kleine Kaninchen schon mal auch verfrühstücken, töten. So, unser kleines Kaninchen denkt aber nicht weiter drüber nach und hoppelt auf die Wiese. So. Hier im Baum hockt die dicke, fette Hausmiezekatze. Und denkt, oh, lecker, Frühstück. Springt vom Baum runter, zack, und eins, zwei, drei, mit drei Sätzen ist die Katze auf der Wiese. Eigentlich ist unser kleines Kaninchen dem Tod geweiht. Aber es hat großes Glück, denn hier auf der Wiese ist ein Steinhaufen. Und in diesem Steinhaufen, da ist ein alter Kaninchenbau und es ist ein Eingang zu diesem Kaninchenbau. So, und unser kleines Kaninchen kann eine Sache sehr gut, nämlich Haken schlagen. Zack, 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 zack. Von hier aus rein in den alten Kaninchenbau. Katze hinterher. So. Unser kleines Kaninchen ist
in den Eingang rein und denkt, puh, habe ich nochmal Schwein gehabt. Pustekuchen. Denn in den alten Kaninchenbau und den Eingang ist von oben ein Stein geplumpst. Und unser kleines Kaninchen kommt nicht weiter. Dreht sich um und hat dann 2 mm vor der Nasenspitze die Krallen der Katze vor der Nase. Das Todeswerkzeug des Fressfeindes. So, diese missliche Lage, in der sich jetzt unser kleines Kaninchen befindet, die nenne ich mal eine Nichts geht mehr Situation. Ich möchte dich auch immer, wenn wir jetzt hier so zum Thema arbeiten, informieren über die medizinischen oder psychiatrischen Fachbegriffe, die psychologischen Fachbegriffe. Es geht um eine traumatische Situation im engeren Sinne. Kannst aber wieder vergessen. Nichts geht mehr Situation. Warum nenne ich diese Situation, die das kleine Kaninchen dadurch leidet, eine Nichts geht mehr Situation? Erstens. Unser kleines Kaninchen ist in Lebensgefahr. Katzen fressen so kleine Kerlchen. Zweitens, unser kleines Kaninchen kann nicht flüchten. Hinten der Stein, vorne die Tatze. Drittens, unser kleines Kaninchen kann auch nicht kämpfen. Katzen sind viel, viel stärker als so kleine Kaninchen. Und viertens erlebt unser kleines Kaninchen eine totale Hilflosigkeit, eine Ohnmacht. Ich schreibe das extra mal mit Bindestrich, ist natürlich falsch. Also es ist ohne Macht, es kann nichts machen. Man nennt es auch nebenbei gesagt traumatische Ohnmacht. So, und wenn diese vier Dinge zusammenkommen und nur wenn sie zusammenkommen, dann entsteht etwas, das nenne ich einmal Superstress. Stress, den hast du noch nicht gesehen. In der Fachwelt spricht man auch von traumatischem Stress. So, und wenn der im Kopf entsteht, dann passiert was ganz Interessantes. Es gibt nämlich im Gehirn so eine Art Alarmanlage. Das Ding soll jetzt so eine Alarmanlage darstellen. Und wenn die, die liegt irgendwo in der Mitte des Gehirns, die heißt Mandelkern oder Amygdala, aber wenn diese Alarmanlage rauskriegt, hier oben ist gerade Superstress, dann geht die Alarmanlage an. So. Und dann passiert wieder was sehr Interessantes. Wenn die Alarmanlage aktiviert wird, dann kann so eine Art Notfallprogramm losgehen. Und wenn das Notfallprogramm lange tickert und nichts wird dagegen unternommen und oder das kleine Kaninchen findet sich immer wieder in so einer misslichen Lage, dann kann so eine Art Folgeprogramm vom Notfallprogramm losgehen. Jetzt ist es so, wir sind Menschen und keine Kaninchen. Und wir sind zum Glück mit etwas ausgestattet, das ermöglicht uns Mitgefühl.
Also wenn ein guter Freund von dir bei einer Fahrradtour auf die Nase fällt und hat ein aufgescheuertes Knie, dann zuckst du selbst zusammen und spürst ein bisschen mit die Schmerzen, die er selbst erlitten hat. So, das hat Folgendes zur Folge für unsere Verhältnisse hier. Wir müssen das Bild etwas weiter denken. Hier auf dem Hügel, aus sicherer Entfernung, müssen wir uns noch dazu denken, den großen Bruder vom kleinen Kaninchen. Der sitzt hier und guckt, was mit seiner kleinen Schwester da unten gerade passiert. Der weiß, oh Mist, meine kleine Schwester im Angesicht der Tatze der Katze ist in Lebensgefahr. Ich weiß, dass da ein Stein im Weg liegt. Deswegen ist der Bau ja auch nicht mehr benutzt. Der große Bruder weiß, die kommt da auch nicht weg. Der große Bruder weiß, die kleine Schwester kann gegen diesen großen Kater auch gar nicht kämpfen. Keine Chance. Und in seinem Schädel entsteht diese heftige Hilflosigkeit und Ohnmacht. In seinem Schädel entsteht super Stress. Und in seinem Schädel kann so eine Art Notfallprogramm und oder Folgeprogramm dann losgehen. Und meine Frage an dich wäre jetzt, oder deine Frage, die du dir jetzt stellst, habe ich mich schon mal so gefühlt wie Kaninchen 1 und oder wie Kaninchen 2? Beides ist möglich. Wenn das so ist, dann ist mit einer Wahrscheinlichkeit dann ein Notfallprogramm angesprungen. Das muss nicht so sein, aber das ist denkbar. Und im nächsten Video würde ich dann mit dir besprechen wollen, woran erkenne ich denn jetzt, im Kopf kann keiner reingucken, dass das seelische Schwerstverletzung ist. Eine Sache möchte ich noch ergänzen. Hier steht Lebensgefahr. Und wir Menschen sind anders gebaut als Tiere, die vor allem um ihr Überleben kämpfen, also das biologische Überleben. Es gibt bei uns auch das psychische, was abhängig ist davon, dass wir in die Welt vertrauen. Wenn jemand zum Beispiel extremen Vertrauensverlust erlitten hat, von Menschen, von denen man es überhaupt nicht erwarten würde, ja, Dinge erleben, die gar nicht mit tätlicher, also mit tätlicher Gewalt einhergehen müssen, dann kann auch Superstress entstehen, dann kann auch ein Notfallprogramm entstehen. Deswegen möchte ich hier ergänzen, es geht nicht nur um Lebensgefahr, sondern ich sage mal so, wie so ein Poet, Seelengefahr. Ja? So, wenn mir sowas passiert. Kleines Beispiel, was ich immer wieder gerne bringe, weil es euch, die ihr das Video anguckt, nicht betreffen wird, denn ihr seid dafür zu jung. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, da war Deutschland noch geteilt. Und es gab zwei Seiten. Es gab die DDR und die Bundesrepublik Deutschland. Und die DDR ist irgendwann, das System ist zusammengebrochen, die Grenzen haben sich geöffnet. Es gab dort ein Überwachungssystem, man sprach auch von so einem Überwachungsstaat, wo jeder jeden bespitzeln konnte. Und wir nehmen mal an, 1989, zwei Freunde, die sind beide 25, erleben die Grenzöffnung. Und die beiden Freunde kennen sich seit Sandkastenalter, aber der eine hat immer Erfolg gehabt und der andere hat immer Misserfolg gehabt. Aber die haben wirklich alles miteinander geteilt. So, mit der Grenzöffnung war es damals möglich, dass die Leute in diese Unterlagen der Spitzel, der Staatssicherheit, so hieß es, der Stasi, Einsicht bekommen konnten. Das heißt, bei der Wiedervereinigung von Deutschland, die Grenzen gehen auf, wir sind jetzt alle BRD, wir sind jetzt alle die große Bundesrepublik Deutschland, da war es möglich für jeden Bürger, für jede Bürgerin zu gucken, was haben die damals eigentlich über mich bespitzelt, und das wurde alles sehr genau dokumentiert. Die sogenannte Gauk-Behörde hieß sie damals. Da war es möglich zu gucken, was hat eigentlich mein Nachbar über mich rausgekriegt und rumgespitzelt. Wenn ich jetzt als Freund von dem 25-Jährigen auch mal wissen will, wer hat mich damals eigentlich bespitzelt, und ich kriege dann raus, dieser Freund,
der im Sandkasten schon neben mir saß, mit dem ich alles Wohl und Weh meines Lebens geteilt hat. Ab dem Alter von 17 hat er mich bespitzelt, hat er Informationen, intimste Situationen aus meinem Leben an die Stasi weitergegeben, an diese Behörden, die alle bespitzeln. Das kann so schlimm sein, dass dort durchaus, wenn da so viel Verlust und Tragisches mit zusammenkommt, auch ein Notfallprogramm entstanden sein könnte. Ja? Das wird einem Tier nicht passieren. So kompliziert denken Tiere nicht. Habe ich was zu fressen und einen sicheren Platz zum Schlafen und dann ist alles gut. Wir Menschen sind da anders. Das möchte ich bitten, das zu bedenken, weil das nicht so selten ist. Ja? Und es ist nicht nur die Lebensgefahr, die Superstress erzeugen kann und dann das Notfallprogramm. Gut, das reicht jetzt an dieser Stelle. Also, wenn wir jetzt die Frage klären wollen, ne, hat sich bei dir, wenn du dich so gefühlt hast, wie eins der beiden Kaninchen ein Notfallprogramm entwickelt? Dafür schau bitte das nächste Video, da können wir uns vielleicht ein bisschen dem annähern. Also wie schwer ist das Ausmaß der Verletzung? Das werden wir dort versuchen zu klären.